Im ersten Moment fragt man sich vielleicht, ist das überhaupt Kunst? Das sind Leuchtstoffröhren. Das ist was ganz anderes als ein Gemälde, als eine Skulptur, wie man es klassischerweise sieht. Hier geht es erstmal um die Wahrnehmung von Fakten, nämlich wie ist genau die Form, wie sind die Lichtverhältnisse, wie ist die gesamte Komposition angeordnet. Und die Komposition geht deutlich über das eigentliche Werk, über die Werkgrenzen hinaus und bezieht den ganzen Raum mit ein. Denn Flavin hat in der Zeit, in der Leuchtstoffröhren allgegenwärtig wurden, unsere Städte immer heller wurden, genau mit diesem Alltagsmaterial gearbeitet. Die Radikalität, mit der er das umgesetzt hat und auch wie er einerseits die weltliche Tradition des Umgangs mit Licht und die religiöse Tradition im Umgang mit Licht zusammengefügt hat, ist einzigartig und macht ihn zu einem herausragenden Künstler.